Mein Name ist Didi, ich bin Rapper und ich bin der Jury beim Royal Arena Contest. Der Gewinner kommt einen Opener-Slot über am Royal Arena Festival, eines der geilsten Hip-Hop-Festivals der Schweiz, finde ich. Und er kann dort auftreten, kann das Festival eröffnen. Das Adrenalin in dem Moment ist einfach unglaublich. Du hast viele Leute, hast eine grosse Bühne und ja, es ist einfach schlimm, es eskaliert. Wichtig ist Ausstrahlung, eine Präsenz auf der Bühne. Du musst die Leute catchen, vor allem bei so einem Slot, wo du der Erste bist, der es Open Air eröffnet. Und dann wichtig ist auch, dass du einen geilen Sound hast, dass du den bringst, dass du on point bist, dass du Energie hast, dass du Luft hast, dass man dich versteht, was du sagst, dass deine Message auch überkommt. Es braucht sehr viele Sachen. Morgen Simon war hoch, wirklich, ich muss sagen, es hat ein sehr deftiges Zeug darunter gehabt. Ein paar Sachen haben mich wirklich schlicht vom Hocker gehauen. Wirklich. Der Love hat gewonnen, weil er hat sich etwas überlegt, er hat eine komplette Show geliefert, hat gut interagiert mit den Leuten, er rappt stabil, die Produktionen sind stabil. Dritter Stock und das zweite Mal in Folge. Der Royal Arena Open Stage Winner, die wissen es, kommt vorbei, alle aus Basel, alle aus der ganzen Schweiz. Bam!